möchten uns hier, oder so, wir möchten euch hier auf unserer Terrasse begrüßen, Martina. Unser Balkon, unser persönlicher Balkon. Unser Balkon, richtig. Wollen wir ein bisschen drüber erzählen, was wir, also wie wir hier zu dem Fahrzeug gekommen sind? Definitiv. Wie kamen wir überhaupt auf die Idee? Außer die Mücken. Ja, wir sind eigentlich vom Zelten übers Campen, habe ich mich zumindest ins Campen verliebt. Vom Clubfix zum Intercamp und jetzt zum Tiny House auf Rädern. Kurze Definition. Clubfix ist ein Anhänger, den man ans Zelt ausklappt wie ein Fächer. Und dann ist man auf diesem Anhänger, ist ein Zelt. Das ist aus der ehemaligen DDR. Und davon sind wir 2017 auf einen DDR-Wohnwagen umgestiegen. Den Intercamp. Sein Intercamp, genau. Ja, und dem waren wir auch hochzufrieden. Spezialist. Ja, den haben wir renoviert. Also. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also wir sind quer durch Deutschland, Brandenburg, kurz vor die Haustür, weil wir sind aus Berlin. Oder weiter weg, es war wirklich, naja, wisst ihr ja, ne? Wir sind alle Camper. Und tja, warum haben wir gewechselt? Was musst du sagen? Gibt's so? Also vom Intercamp zum, also vom Clubfix zum Intercamp haben wir aus dem Grunde gewechselt. Der Clubfix lässt sich eigentlich wirklich bloß auf Campingplätzen benutzen. Also man braucht viel Infrastruktur und man muss ihn auch aufbauen können. Und das ist der signifikante Nachteil für uns da in dem Fahrzeug gewesen. Ansonsten waren wir eigentlich völlig zufrieden damit. Und der Intercamp bietet natürlich schon viel mehr Freiheiten. Mit dem kann man auch mal eine Nacht auf dem Parkplatz verbringen, logischerweise, weil man nicht aufbauen muss. Und der auch alles fest verbaut hat. Das heißt, man hält an, macht die Tür auf, legt sich hin, schläft eine Runde und kann weiterfahren. Das ist beim Intercamp der Vorteil gewesen und der uns. Aber er ist uns zu klein geworden, ne? Also. Er ist uns aber nicht vom Raum her zu klein geworden, sondern nur wir hätten halt die fehlende Dusche. Die fehlende Dusche ist halt ein Punkt. Ab 5, 6, 7 Tagen war das ein kleines Problem. Und. Ein größeres Problem, also. Und ich hatte nichts mehr zu bauen, also er war fertiggestellt. Kevin hat alles vollständig renoviert und alles extra gemacht, was irgendwie möglich war. Ja. Solardach und die ganzen Wasser Stecker, und alles, fließend ja. Wasser und die ganzen Pipapo, also der Luxus, der Kompressor-Kühlschrank, alles was ging, war auskonstruiert sozusagen. Und da hatte er sich gelangweilt. Ja, und da hatte ich schon länger, also ich habe schon so 2 oder 3 Jahren drüber nachgedacht, einen 3,5 Tonner auszubauen mit der Möbelkabine. Das ist ein ähnliches Fahrzeug wie den wir jetzt hier haben. Wir haben ja einen 7,5 Tonner mit der Möbelkabine oder mit der Normalkabine. Koffer, ja. Mit dem normalen Koffer, genau. Und die Möbel, der Möbelkoffer bei einem 3,5 Tonner ist 1 Meter kürzer, aber sonst ist er genauso groß. Da haben wir uns jetzt aber letztendlich doch dagegen entschieden, aus finanziellen Gründen eigentlich. Genau. Die Fahrzeuge kosten knapp 5.000 Euro mehr im Gebrauchtmarkt. Also in 3,5 Tonnen kosten sie ungefähr 5.000 Euro mehr als ein 7,5 Tonner. Einfach weil mittlerweile gibt es nicht mehr so viele, die einen Führerschein haben, richtig, für den LKW weil automatisch. Die über 50-Jährigen, die haben ja damals noch den Führerschein über geschenkt 40, bekommen. Über 40. Über 40 sogar, okay. Ja. Und die drunter, die müssen den neu machen. Ne? Und deshalb richtig. Ist der Markt wahrscheinlich auch besser für die kleineren. Und du hast dich aber entschieden, den größeren zu nehmen, aus finanziellen und dann endlich auch technischen Sachen, und hast den Führerschein gemacht. 2 richtig. Wochen und schnell bestanden. War richtig. Super, ja. Aber eigentlich haben wir nicht das Fahrzeug gekauft, sondern, das muss ich gestehen, wir haben uns eigentlich in die Idee von Kevin, also ich mich in deine Idee verliebt, dass diese Laderampe, die Ladebordwand, das ist einfach, das ist so der Unterschied, dass das Fahrzeug ja. mir zum Beispiel... Gleich am Anfang hatte ich diese Idee, dass ich die Ladebordwand ja auch nochmal anders nutzen kann, als nur als Einstiegshilfe oder Belade. Plattform, sondern wir haben halt einfach einen Balkon draus gebaut. Wir haben hinten ein vollflächiges Fenster, also eine Schiebetür und dann halt unseren angebauten Balkon, was beim TÜV natürlich, oh ja, keine Schwierigkeiten macht, weil die Ladebordwand ist logischerweise ja schon eingetragen beim Fahrzeug, also die ist ja schon Bestandteil des ganzen Pakets und die restlichen Sachen sind halt alles so Kleinigkeiten, sind halt Kleinigkeiten, so, ja. die man ein paar Sachen beachten muss. Mach mal aber eigenes Video zu, ne? Ja, das ist jetzt für dir unwichtig. Ja.
Naja, und so kamen wir drauf, ne? Und dann haben wir halt uns umgeschaut und haben auf der Straße die ersten LKWs betrachtet und sind dann abgegangen, wie viele Schritte die lang sind. Dann haben wir unsere erste Annonce gesehen, wo man gerade, oh, der schaut gut aus. Am Anfang fanden wir die auch viel riesiger, als sie dann später geworden sind. Also wenn man das erste Mal, na klar, man sieht jeden Tag auf der Straße einen LKW, aber wenn man sich damit eher also näher beschäftigt, fanden wir sie immer so groß und so riesig, wenn man daneben steht. War ja auch leer, ne? Muss man dazu ja, sagen. Ja, und so ein großes, leeres Ding. Man dachte denn, Mensch, so ein großes Fahrzeug, ob sich das wirklich eignet. Aber im Endeffekt, im Umkehrschluss, wenn man sich damit ein bisschen länger beschäftigt, ist das das Gegenteil. Das Fahrzeug ist, bietet sehr viel mehr Möglichkeiten und die Kosten auf der anderen Seite, nicht jetzt finanziell, sondern... Und du nimmst zwei Parkplätze ein vom Auto, ne? Ja, das habe ich ja gerade... Kann ich auch noch erklären, genau. Ja. Also die meisten argumentieren ja damit, dass ein Van oder ein Van-Ausbau mobiler ist. Das ist aber eigentlich eine Scheinmobilität. Und zwar brauche ich bei einem Van auch nahezu überall in jeder Stadt einen Doppelparkplatz. Also einen Parkplatz, wo ich zwei hintereinander folgende Parkflächen frei habe. Weil die modernen Autos sind alle so um die 4,5 bis 5 Meter. Ja. Und zwei Parkplätze hintereinander sind logischerweise dann 10 Meter und ein Van ist meistens 6,5 Meter lang und somit braucht er auch einen Doppelplatz. Und wir sind 8 Meter lang und stehen halt auch in zwei freien Parkflächen. Ja, die Frösche wollen auch was dazu sagen. Du redest zu viel, die Frösche, die machen. Ja, wir nehmen Video auf. Ist kein Problem. Ich war neulich bei uns an der Lecknitz, da waren die Frösche so laut. Du hast dein eigenes Wort nicht verstanden. Ich glaube, das wird jetzt hier auch passieren. Ja. Rausgeschnitten. Dazu ist man ja hier am Wildcamp. Es ist Luxus. Aber der Luxus war so billig. Kann das denn noch schön sein? Ja, ich meine, Zeit haben ist Luxus. Zeit ist ein wirklicher Luxus, Balkon richtig? Balkon zu haben ist Luxus. Über aber ich kann Zeit doch ja nicht bei Gucci kaufen. Ah, Gucci. Du hast keinen Geschmack. Gucci ist nicht schön. Rauszufahren, einfach mal nur eine Übernachtung draußen zu machen, aufzutanken, ist Luxus. Und einen Balkon zu haben, wo man vom Buckingham Palace sich parkt und die Klappe auf und gegenüber von der Queen zu frühstücken, ist Luxus. Also für mich war der größte Luxus das Geschäft machen innerhalb des Fahrzeugs und nicht außerhalb mit einer mit einer Klorolle unterm Arm. Es hatte auch seine schönen Zeiten.